gerade dann auch so Disziplinen, die eben keinen Score haben, Hunter, Pleasure, würdest du sagen, dass es dann tatsächlich eher dieses, der eine Richter hat es halt gesehen, der andere nicht, oder dass es da wirklich so verschiedene Stile gibt? Also hauptsächlich ist das mit Sicherheit das, was gesehen wurde oder das, was nicht gesehen wurde. Und dann ist natürlich gerade in der Pleasure ja ein Riesenumbruch in den letzten Jahren passiert, in dem, was bewertet werden soll und wie bewertet werden soll. Das muss natürlich auch noch in den gesamten Richterköpfen ankommen. Also es gibt natürlich ältere, sehr, sehr erfahrene Richter. Ich meine, die können eine ganze Klasse von 20 Mann richten, ohne sich irgendwas aufzuschreiben. Das bewundere ich immer, aber die machen das halt schon so ewig. Dafür haben die aber natürlich auch 20 Jahre lang einen anderen Stil Pferd eventuell bewertet und müssen sich da natürlich auch erstmal umstellen. Und gerade in der Pleasure, wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, dass du gesagt hast, nicht der Langsamste gewinnt, sondern eben das Pferd, das halt in seiner Geschwindigkeit am besten auch präsentiert wird. Genau. Findest du, dass das gerade im Amateursport auffallend ist, dass da so ein bisschen der Fokus eben nicht in dieser Korrektheit liegt, sondern eher, ich versuche es so weit wie möglich runterzuschrauben? Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, was eigentlich schade ist, weil es mittlerweile so viele Informationen eigentlich gibt und es so einfach ist, an Informationen dran zu kommen. Aber es ist eben ganz oft so, dass die Leute irgendeine Klasse sehen, und das hat jemand vielleicht gewonnen, der extrem langsam war. Aber das heißt ja nicht, dass mein Pferd das auch so kann. Wir haben ja vorhin über Anatomie gesprochen. Manche Pferde werden das nicht so langsam und dann noch schön und korrekt hinkriegen.